Moin zusammen, ich bin's wieder, euer Erik. Grüße gehen raus. Es ist lange überfällig gewesen, das aktuelle Settings-Video. Wir machen das jetzt für 12.9. Und zwar zeige ich euch primär die PostFX-Settings. Viele haben gefragt, was ist mit Nvidia, was kann man da einstellen? Nvidia-Settings für die Farbgebung, ist besser, schlechter und so weiter. Und vor allem auch hier und da, was sind meine aktuellen Einstellungen? Let's go! Im ersten Reiter haben wir nicht viel verändert. Eine Sache, die wir jetzt verändert haben, ist dieses Häkchen hier bei Use Only Physical Cores. Ich benutze einen i7-6700 und der Prozessor arbeitet tatsächlich besser mit eingeschaltetem Häkchen. Meine Empfehlung an dieser Stelle geht kurz in den Offline-Raid, schaut euch eure FPS an und schaltet das Häkchen entsprechend einmal an und aus, das geht im Raid, und schaut, ob sich die FPS drastisch verändern. Bei mir ist es ein ganz großer Unterschied, das ist prozessorabhängig. Also ich habe das Häkchen jetzt wieder drin, nachdem ich es eine Zeit lang draußen hatte. Im zweiten Reiter haben wir keine großen Veränderungen. Hier ist soweit alles beim Alten. Das VSync-Häkchen ist noch drin. Es ist bei den Nvidia-Settings ausgestellt. Das heißt, damit uncappen wir unsere FPS. Wir haben also unendlich viel FPS. Ich zeige das mal eben schnell, wie ihr das auch selber sehen könnt. Ö drücken, Ö wie... Östragon. FPS Leerzeichen 1 und dann bekommt ihr, wenn ihr wieder Ö drückt, oben rechts die Anzeige und ihr seht, die ist bei 300 FPS. Unten haben wir eine Änderung, Grass Shadows, der Haken ist wieder draußen. Ich habe das eine Zeit lang reingemacht, weil der Grasschatten echt schön aussieht. Man sieht die Gegner aber einen Hauch schlechter. FPS leiden auch minimal drunter. Ich habe es wieder rausgenommen und was ich auch wieder rausgenommen habe, ist Z-Blur. Ich fand es eine Zeit lang ganz nice, das ist ein Unschärfeffekt. Viele verwechseln das übrigens mit einem Bewegungsunschärfeffekt, das ist es nicht. Es ist ein Unschärfeeffekt in der Z-Achse, also sozusagen Sachen, die in die Kamera hineinragen, wie zum Beispiel der Waffenschaft. Der wird unscharf dargestellt. Das ist ein ganz netter Effekt. Ich finde es aber in der scharfen Version doch wieder besser. Deswegen auch hier das Häkchen raus. Aber auch hier sind zwei Punkte. Das ist persönliche Präferenz. Einfach mal ausprobieren. Gerade mit dem Z-Blur-Effekt. Das könnt ihr auf jeden Fall ausprobieren. Hat keinen Nachteil. So, kommen wir zu den wichtigsten. Zu den PostFX-Einstellungen. Und zwar ist das so, dass wir mit dem Helligkeitswert einen Wert von 20 einstellen und empfehlen 15 bis 20 nicht zu überschreiten. Wir haben hier auf dem Bild rechts wieder einen dunklen Bereich, links einen hellen Bereich. Und ihr seht, wenn ich diesen Wert erhöhe, dass dann der Himmel und auch der Boden, wenn jetzt die Sonne stark scheinen würde, komplett übersteuern. Also ihr bekommt eine Übersteuerung, sobald ihr 20 überschreitet. Dann geht ihr auf 0, nutzt ihr den Helligkeitseffekt nicht. Also Gegner in dunklen Ecken sind etwas schwerer zu sehen. Deswegen 15 bis 20, wir gehen hier auf den Maximalwert 20. Denkt dran, Escape from Tarkov ist halt ein sehr immersives Spiel. Es geht darum, sich in der Welt wohlzufühlen und das Spiel zu genießen. Es bringt nichts, wenn man solche Werte so krass übertreibt, dass man kein schönes Bild mehr hat. Ich finde, dann geht so der komplette Flair von Tarkov verloren. Aber am Ende muss es jeder für sich selber wissen. Saturation und Colorfulness bestimmen die Farbfreude. Das Ganze ist so hochgedreht, dass wir ein schön farbiges Bild bekommen, ohne dass es zu knallig ist. Es soll ja auch kein Fortnite werden. Ist euch das zu viel, dann würde ich empfehlen, den unteren Wert zu regulieren, also den Colorfulness, der auf 60 steht, weiter runterzusetzen, um ein bisschen weniger Farbeffekte zu haben. Das Ganze sorgt dafür, dass es zwar bunter wird, aber nicht nur bunter, sondern durch die erhöhte Farbgebung entsteht auch ein höherer Kontrast. Also die Grenzen sind etwas besser voneinander getrennt. Also es hilft auch bei der Gegnererkennung. Deswegen sind diese Werte generell auch gar nicht so schlecht. Ähnlich bei Clarity. Ihr kennt die Face Shields, die so verwaschen sind. Wenn ihr diesen Clarity-Filter erhöht, dann verschwindet dieser Wisch-Effekt. Das ist ein schönes Beispiel, wie stark dieser Effekt doch sein kann. Auch beim normalen Laufen habt ihr ein klareres Bild. Deswegen dieser Wert relativ hoch, hat sich eingependelt auf 82. Luma Sharpen auf 0 ist nicht zu empfehlen. Also wir empfehlen ganz klar einen Wert von 50. Ich habe den Wert auf 0, Streamer. Das heißt, für die OBS-Einstellungen, also weil wir halt auf Twitch streamen, sollte die Schärfe so weit wie möglich reduziert werden in allen möglichen Quellen. Deswegen auch hier Luma Sharpen auf 0. Würde ich aber nicht streamen, würde ich diesen Wert auch auf 50 lassen und das würde ich euch auch empfehlen. Vorausgesetzt, ihr streamt nicht, dann diesen Wert ebenfalls auf 50 zu erhöhen. Damit nutzt ihr sozusagen hier nochmal diesen Schärfeffekt sowie den Adaptive Sharpen Effekt, der auf 20 steht. Den habe ich auf 20 drin, der bleibt auch so, der kommt nicht weg. Hier der Wert auf 20, die beiden sind eine schöne Kombo. Farbfilter, Cognac ist nach wie vor meiner Meinung nach der beste Filter. Wir empfehlen eine Einstellung von 30. Die Farbpalette verschiebt sich etwas. Ich habe das Gefühl, dass dunkle Bereiche ein bisschen auffällen. Kontrast wird erhöht, Gegner sind in dunklen Bereichen besser zu sehen. Dieser Cognac-Filter ist sehr schön, gibt auch ein schöneres Bild meiner Meinung nach. Auch hier Geschmackssache natürlich.
Aber auch hier wieder den Wert nicht übertreiben. Wenn wir den auf 100 setzen, seht ihr, wie das Bild komplett in die falsche Richtung geht. Also 30 maximal, wenn ihr das nutzen möchtet. Wir haben ihn jetzt gerade auf 0. 12.9, die Anfänger. Ja, wir wollen das Bild nochmal ein bisschen natürlicher haben. Aber empfehlen würde ich nach wie vor einen Wert hier von 30. Dann kommen wir jetzt zu den Werten, auf die alle gewartet haben. Die Nvidia Settings. Endlich. Wurde schon so oft gefragt, was ist mit den Nvidia Settings? Also, erstmal, wozu brauchen wir die überhaupt? Nvidia Settings sorgen dafür, dass wir die POSFX Settings ausschalten können. Warum das? POSFX frisst FPS. Das heißt, ihr habt Leistungseinbußen mit eingeschaltetem POSFX Filter. Und wenn ihr auf diese FPS nicht verzichten möchtet, macht oben Enable POSFX aus und kümmert euch um eure Nvidia Settings. Was empfehlen wir hier? Also, der Hauptwert, der hier hochgecrankt wird, ist Kontrast. Das wird jetzt vielleicht einige überraschen, weil viele denken, ja, wir müssen Helligkeit und Gamma hochsetzen. Und das machen ja auch einige so. Also, Kontrast hochzusetzen auf 67 sorgt dafür, dass auch hier wieder, was wir vorhin auch so oft hatten, die Übergänge von Strukturen besser erkennbar sind. Also, sprich, Gegner sind auch besser zu erkennen. Erhöht ihr diesen Wert zu stark, wird auch hier, also das ist nicht mehr, es entsteht ein sehr, sehr starker Schwarz-Weiß-Effekt, dass ihr am Ende nur noch zwei Farben habt, wenn der Kontrast zu hoch ist. 67 ist das absolute Maximum, mehr würde ich wirklich nicht empfehlen, egal wie ihr drauf seid, geht nicht höher als 67. Das spielt keine Rolle, das hat jetzt nichts mit Präferenz zu tun, sondern 67 ist das Maximum. Höherer Kontrast sorgt dafür, dass das Bild dunkler wird. Jetzt könnte man meinen, okay, Bild wird dunkler, wir erhöhen jetzt die Helligkeit. Nein, der Gegenspieler zum Kontrast ist der Gamma-Wert. Der Gamma-Wert gleicht genau diese dunklen Farbbereiche wieder aus. Es gibt Leute, die spielen das auf 1,2 Werten. Das ist ein sehr, sehr beliebter Wert, 1,2. Es gibt sogar Leute, die setzen das hoch bis 1,22, 1,25, was schon sehr, sehr hoch ist. Meine Empfehlung, gerade weil wir auch das als Gegenspieler zum Kontrast benutzen, ist in dieser Einstellung die 1,15 nicht zu überschreiten. Probiert es selber aus, ihr werdet merken, wenn ihr den Wert höher setzt, das Bild wird wieder extrem unschön. Also ein paar Punkte machen schon sehr, sehr viel aus. 1,15 als Gegenspieler. Es wird ein bisschen Dunkelheit, Anführungszeichen, übrig bleiben. Das ist auch der Grund, warum einige denken oder warum einige diesen Wert höher setzen. Wir erhöhen aber nicht den Gamma-Wert weiter, sondern gleichen diesen Resthelligkeit aus mit dem eigentlichen Helligkeitsbalken hier und erhöhen diesen um 5 Punkte. Dadurch haben wir praktisch den Rest Dunkelheit durch den Kontrast nochmal angehoben und bekommen ein sehr, sehr harmonisches Gesamtbild. Was dann noch dazu gehört, ist die Farbe, weil uns fehlt ja die Sättigung. 100%. Knallhart hochsetzen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn euch das zu viel ist und ich verstehe, dass es in einem oder anderen so viel sein könnte, geht runter auf bis zu 70, okay? 70, 8 bis 80 entspricht ungefähr tatsächlich den POSFX-Werten. Trotzdem werdet ihr sehen, dass ihr mit 100 in dieser Einstellung hier ein sehr, sehr angenehmes Bild habt. Probiert's aus. Ich empfehle tatsächlich, das Ding voll aufzureißen und wenn ihr Leute fragt, die diese Nvidia-Settings benutzen oder generell Nvidia-Settings benutzen, dann werden die euch auch sagen, wir benutzen 100. Probiert's aus. Wenn euch das zu viel ist, was ich absolut verstehe, geht auf 80 bis 70. Okay. Einmal das Bild komplett ohne Filter mit PostFX. Ohne PostFX mit Nvidia-Filtern. PostFX. Nvidia-Filter. Kein Filter. POSFX eingeschaltet. POSFX aus. Nvidia an. POSFX an. Wenn ihr jetzt meine Empfehlung hören möchtet, was ich empfehlen würde, sollen wir jetzt POSFX anlassen oder den Nvidia-Filter? Das ist eine ganz klare Sache. Seid ihr am Limit mit euren FPS, empfehle ich dringend, die POSFX-Filter auszuschalten und die Nvidia-Settings zu benutzen. Habt ihr genug FPS, also habt ihr so eine gewisse Komfortzone, genug heißt deutlich über 60 FPS und habt das Gefühl, dass ihr auch ein schönes Bild habt, dann verzichtet natürlich auf das Nvidia-Setting. Das Programm, was ich empfehle für euren automatischen Farbumschlag, wenn ihr die Nvidia-Filter benutzen möchtet und nicht jedes Mal den Farbregler hochdrehen möchtet, ist Vibrance GUI. Das ist ein kostenloses Programm, welches eure Spiele automatisch erkennt. Hier könnt ihr das Windows-Level ansetzen, also hier ist das Normal-Level auf 50%. Wenn ich das jetzt erhöhe, erhöht sich entsprechend auch die Windows-Farbgebung. Und hier unten könnt ihr Spiele oder Programme hinzufügen. Momentan habe ich hier Escape from Tarkov drin, Doppelklicke auf EFT und ihr seht dann hier entsprechend den Vibrance-Wert
auf 100. Das heißt, sobald ihr EFT startet, löst sich die Farbe 100 und schließt ihr EFT, habt ihr wieder eure ganz normalen Windows-Setting 50. Das Einzige, was ihr umstellen müsst, ist, wie gesagt, die Kontrasthelligkeit und Gamma ein- und ausschalten. Kommen wir der Vollständigkeit halber noch zu den Sound-Settings. Bei den Sound-Settings hat sich auch ein bisschen was geändert. Und zwar habe ich das Interface-Volume von 30 auf 10 nochmal reduziert. Wer den Regler nicht kennt, dieser Regler bestimmt sozusagen die Lautstärke der Inventory-Geräusche. Also wenn ihr im Raid seid und zum Beispiel euer Magazin nachlädt, hört ihr das Klippen oder das Durchsuchen oder. Das hat ein hoher Wert, sorgt halt dafür, dass mein Gegner eventuell nicht so gut hört. Ich bin extrem als Solospieler, du brauchst... Ich muss alles hören, mir tut das gut, das zu reduzieren, und ich habe gemerkt, dass ich von 30 auf 10 nochmal einen Vorteil habe, aber auf 0 würde ich es nicht setzen, weil ihr wollt ja hören, also zum einen die Immersion, ihr wollt ja die Effekte haben, zum anderen, ihr wollt ja auch wissen, was passiert, habt ihr es zu Ende durchsucht, habt ihr es zu Ende geklippt und so weiter und so fort, also auf 0 setzen würde ich es nicht, das machen ja auch einige ganz extrem, ich finde bei 10 haben wir einen schönen Wert mittlerweile, wo wir noch einigermaßen was hören. Und Hideout-Volume war mir bei 30 auch immer noch zu laut. Das habe ich jetzt reduziert auf 20. Vielleicht gehen wir da so runter auf 10, aber das ist ja auch alles persönliche Präferenz. Und der binaurale Sound war immer an. Er war eine Zeit lang deaktiviert vom Battlestate Games aus. Ich würde es auf jeden Fall nutzen. Ihr wisst, bald gibt es nur noch den binauralen Sound. Also gewöhnt euch so früh wie möglich dran. Und zu den Controls, hier hat sich gar nichts geändert. Wir haben die Standard-Settings, bis auf ein paar Änderungen, die wir schon immer hatten. Und zwar haben wir zum Beispiel das Quick Reload deaktiviert. Ihr wisst, ich verliere immer Magazine, wenn ich Doppel-R drücke, obwohl ich das gar nicht möchte. Deswegen, das war für mich einfach nur eine Verlustmaschine, Doppel-R. Und deswegen habe ich das geunbindet. Was wir noch haben, ist das Entfernen von Items auf Entfernen. Das ist zwar noch auf Entfernen, aber ihr seht hier, dass ich da einen Mausbutton belegt habe. Das heißt, wenn ich hier unten den Mausknopf drücke, schmeiße ich Gegenstände aus dem Inventar raus, was sehr, sehr praktisch geht, ist für schnelle Looten. Und was wir noch haben, ist Maus 4, die Maus Scope Magnification. Das ist aber auch das Umstellen sozusagen des Scopes, also einen Rotpunkt, verschiedene Ansichten zu haben. Das mache ich mit dem oberen Mausbutton, komme damit sehr, sehr klar. Und durch Durchsuchen habe ich immer noch mittleren Maustaster, das ist auch ein Standard, weil komischerweise muss ich bei 12.9 wieder alles durchsuchen. Ja gut, es ist so, wie es ist. It is how it is. Leute, ich hoffe, ich habe euch geholfen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Macht keinen Quatsch, bleibt sauber. Bleibt gesund vor allem und viel Spaß bei 12.9. Ciao, ciao. Ciao, ciao.